Oliver Hüsing, Glückwunsch erstmal zum Sieg. Wie viele Steine, wie viel Ärger geht runter erstmal, dass man endlich den ersten Dreier geschafft hat? Ja, muss ich schon ehrlich sagen, da fällt ein riesengroßer Stein von uns ab. Ich weiß gar nicht genau, wann der letzte Heimsieg war, wenn man die letzte Saison mit einbezieht. 19. Februar. Ja, das ist eine sehr lange Zeit, zu lange. Und dann mit dem Saisonstart auch noch im Rücken. Ja, ist es jetzt einfach nur richtig geil, gewonnen zu haben, geil den Fans noch was zurückgeben zu können und ja, jetzt auch als Mannschaft mal das erste richtige Erfolgserlebnis zu feiern. Ich glaube, das tut uns gut. Spiel stand hier erst spitz auf Knopf, dann kamen 9 Minuten Arminia on fire, kann man sagen. Ja, so habe ich es auch gesehen. Am Anfang war es relativ ausgeglichen. Ja, aber dann gehört es zur zweiten Liga dazu, dass du so ein Spiel mit dem Standard auch mal auf deine Seite ziehst. Und ich glaube, dann haben wir gezeigt, was wir als Mannschaft in Verbindung mit diesem Stadion, mit diesen Fans leisten können. Was da dann drin ist, wenn wir wirklich alle scharf sind, wenn wir das vom Rasen aufs Publikum übertragen, aber auch umgekehrt. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Das genießen wir jetzt heute, auch wenn es dann in der zweiten Halbzeit mit Sicherheit auch noch wieder schwächere Phasen gab, die ein bisschen gezeigt haben, dass wir dann vielleicht doch noch nicht so stabil sind. Was, glaube ich, aber auch kein Wunder ist, wie gesagt, nach den letzten Spielen. Aber für heute erstmal überglücklich. 3 Punkte, Flutlicht, ja, zusammen mit den Fans endlich mal feiern. Das ist richtig schön heute. Das erste Tor von Olli Hüsing für Arminia war nicht das schönste Tor, aber es war ein Tor des Willens, so habe ich es gesehen. Es war ja wirklich ein Zweikampf Hüsing gegen Fesic. Ja, wobei ich sagen muss, das sind irgendwie trotzdem immer die schönsten Tore, wenn es um den unbedingten Willen geht, das Ding zu machen, irgendwie reinzustochern. Ich glaube, der war schon 2-3 Mal hinter der Linie, aber dann wollte ich immer noch mal auf Nummer sicher gehen. Was bedeutet dieser Sieg jetzt auch für die Mannschaft? Ich meine, es wird wahrscheinlich schon mal einen Schuss Selbstbewusstsein geben, auch nach dem doch auch akzeptablen Spiel in Heidenheim. Ja, ich denke schon. Das muss jetzt der weitere Weg sein. Ich denke, nach dem 1-0 hat man gesehen, wie gut uns so eine Führung auch tut. Ja, gerade nach dem Saisonstart, nach der letzten Saison, nach den vielen Negativerlebnissen, ist es, glaube ich, umso wichtiger für den ganzen Verein, für die Fans, für uns, jetzt Erfolgserlebnisse zu feiern. Das ist jetzt richtig geil heute Abend, richtig schön, das genießen wir. Aber ich habe es eben schon mal kurz gesagt, in der zweiten Halbzeit hat man dann auch phasenweise gesehen, dass wir noch nicht so stabil sind. Deshalb, es ist weiterhin ein Prozess. Wir werden uns nicht drauf ausruhen, aber das Wochenende jetzt definitiv drüber freuen. Und dann am Montag weiter arbeiten. Okay, danke Olli. Danke.